Hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News, liebe Zuschauer. Wir haben die wichtigsten, die top aktuellsten Sportnachrichten des Tages für Sie und wir starten mit folgendem Thema. Franz Beckenbauer war mein Kapitän, mein Trainer und mein Präsident. Und in all diesen diversen Rollen hat er Überragendes zum Wohle des FC Bayern geleistet. Unter anderem eines dieser überragenden Leistungen ist eben auch diese Allianz Arena, die sicherlich ohne die Weltmeisterschaft 2006 ohne Franz Beckenbauer heute nicht da stehen würde, wo sie glücklicherweise steht. Ich glaube, und das so habe ich Freundschaft immer interpretiert, wenn ein Freund in gerade nicht so oder in gerade schwierigen Zeiten ist, und das ist ja ohne Frage bei Franz Beckenbauer gerade der Fall, da muss man ihm zur Seite stehen. Und das werden wir hier beim FC Bayern sicherlich auch so handhaben. Ich verstehe, dass der DFB hier größtes Interesse haben muss, dass diese ganze Angelegenheit aufgeklärt wird. Aber ich würde mir manchmal auch dort einen etwas sensibleren Umgang mit der Person Franz Beckenbauer wünschen, weil ich glaube, auch der DFB hat durchaus der Person Franz Beckenbauer viel zu verdanken, weil ich muss dann nicht, denke ich, an die diversen Weltmeisterschaften, die man wegen Franz Beckenbauer gewonnen hat oder auch hier eben hat organisieren dürfen. Und ich, wie gesagt, wünsche mir, dass dort insgesamt mit der Person Franz Beckenbauer ein bisschen sensibler umgegangen wird. Noch mehr News gibt's in der Sport1-App und auf sport1.de. Klicken Sie sich einfach mal rein und bleiben Sie top informiert. Wir machen jetzt weiter mit unserem Newsflash. Rangnick hat Nachfolger im Auge. RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick, der am Ende der Saison wieder nur als Sportdirektor arbeiten möchte, hat offenbar Markus Gisdol als Nachfolger im Visier. Er sei ein interessanter Kandidat für das Traineramt, so Rangnick bei Sky. Man kenne sich schon länger, unter anderem durch seinen Job als Assistenztrainer Rangnicks bei Schalke 04. Der Vertrag des ehemaligen Hoffenheim-Coach sei aber bei der TSG noch nicht aufgelöst. Sevilla muss wohl Immobile kaufen. Borussia Dortmund ist offenbar Stürmerflop Ciro Immobile los. Der Italiener machte beim 3:2-Sieg gegen Real Madrid sein fünftes Pflichtspiel für Sevilla. Damit greift nach übereinstimmenden Medienberichten eine Kaufoption, die BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits im Oktober bei Sport1 bestätigt hatte. Die Ablöse soll nun bei 11 Millionen Euro liegen. Damit machen die Borussen nur einen Verlust von 4,5 Millionen. Xhaka will keinen anderen Trainer. Borussia Mönchengladbachs Kapitän Granit Xhaka hat sich erneut für eine feste Verpflichtung von Interimscoach André Schubert stark gemacht. Zur Sportbild sagte der Mittelfeldspieler, er glaube nicht, dass man einen anderen Trainer brauche. Schubert sei der passende Mann. Er rede viel mit den Spielern und beziehe sie in Entscheidungen mit ein. Deshalb sei er näher am Team als sein Vorgänger Lucien Favre. Emotionaler Abschied von Niersbach. Zwei Tage nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident hat sich Wolfgang Niersbach nach Sport1-Informationen von seinen Mitarbeitern verabschiedet. In seiner emotionalen Abschiedsrede erklärte er noch einmal die Beweggründe, den Verband nach 27 Jahren zu verlassen. Er übernehme die politische Verantwortung im Skandal um die WM-Vergabe 2006, persönlich aber habe er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das war's von uns für den Moment. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen bei den Sport1 News. Bis bald, ciao.